Herzlich willkommen, total, wirklich recht herzlich willkommen hier im Medienhaus. Wir wollen aber das Medienhaus im Jahre 2022 als sogenannte Datenautobahn und eine Datenautobahn braucht natürlich auch eine sogenannte Tankstelle. Wir haben uns heute so ausgedacht, eine Medientankstelle für Daten aller, ne, Überspielungen, Aufzeichnungen und so weiter. Wir sind ja auf WordPress auf, habe ich euch ja gezeigt. Ne? So, papa. So. Wie kamen wir denn da drauf? Also wir sind ja nun mal WordPress und wir machen ja Pressearbeit, wir machen ja fertig. Wir haben viele Rechtsanwälte da gehabt und die müssen ja digital, seit September machen die das schon. Wenn ihr einen Fall habt, digitalisieren die das und versenden es dann zu Gericht und zum Richter. Und der muss das dann digital bearbeiten und muss dadurch Fälle und so weiter. Ob eines Tages die Herrschaften alle von ihren Praxen aus arbeiten werden, keine Ahnung, das wäre aber Enterprise, Zukunft. So, heute war Herr Hirschhaus da, Dr. Med. Eckhard von Hirschhaus, das Buch hier, für alle, 225 Jahre nach der ersten erfolgreichen Impfung gegen Pocken wird wieder eine Impfkampagne auf die ganze Welt durchgeführt. Diesmal gegen Corona, so wie die Pandemie uns alle bedroht, ne? Kann die Impfung uns alle schützen. So, ich finde das hochgradig interessant. Genau, Impfkampagne. Nur damals, 13, also 13. Jahrhundert, also echte Pocken. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, 1968, 69, wo wir wirklich tatsächlich eine Hammerpandemie hatten. Wo wirklich tatsächlich 50 Millionen verstorben sind. Machen die hier mit Corona dasselbe wie mit Watergate. Ich sage, hier läuft Watergate 2.0. Genau hinhören. Die damalige Regierung unter Nixon hat genau so ein Szenario veranstaltet, nur nicht mit Impfen, sondern mit Krieg. So ist dasselbe. Ob ich nur Menschen wegimpfe, obwohl die nicht geimpft werden müssen, oder wenn ich einen Krieg führe, der gar nicht geführt wird. Also Vietnamkrieg, 1968 bis aufgedeckt, 78. Einfach mal drüber recherchieren. So, ich habe heute das neue Buch bekommen. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Und alles Mögliche. Also Richter in den Ländern mit Ausnahme der Laufbahnen, Besoldung und Versorgung des Jagdwesen, Naturschutz, Bodenverteilung, Raumordnung, die Hoheitsschutzzulassung und die Hochschulabschlüsse. Gesetze nach Absatz 1, Nummer 25, 17 bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Da geht es um die Richter zum Beispiel. Die Gesetzgebung des Bundes. So, die Gesetzgebung des Bundes, der Bundesrat, Teilnahme der Mitglieder der Bundesregierung. Der Bundesrat. So, der Bundestag, die Abgeordneten, Wahlperioden, Präsidium, Geschäftsordnung. So, jetzt kommt's. Die Grundrechte. So, die Grundrechte bleiben ja. Die Einschränkung von Grundrechten, Rechtsweg. Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann und so weiter und so fort. So, der Bund aller Länder, Verfassungsgeschätzte, Widerstandsrecht, Artikel 20, 20a, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere. So, ab Artikel 21 kann ja eh alles verändert werden. Ne? Jetzt gucke ich mal nach 79, ob das hier noch gibt. Also 74 sehe ich gerade. Genau, Artikel 79, eine mögliche Änderung des Grundgesetzes. So, das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des Grundgesetzes sich ausdrücklich ändert oder ergänzt. Gesetz, wohlgemerkt. So, und das Gesetz ist jetzt Immunisierungsgesetz, würde ich sagen.
So, Verträge des Friedensregelung, Vorbereitung einer Friedensregelung oder den Abbau einer besatzungsrechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben oder der Verteilung der Bundesrepublik zu dienen. Ne? Und so weiter. Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzlich Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikel 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berühren, weder werden, ist unzulässig. Also der Widerstand dürft ihr. Ihr dürft also Widerstand öffnen. Und die Grundrechte unter 1. Also 1 ist klar, darf niemals geändert werden. Ja. So, an sich war 1 bis 20 geschützt. Jetzt sagen sie einfach 1 und 20. Und das ist eine Auslegungssache. Also ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, am 23. Mai 1949, wie das da auf den Weg gebracht wurde. Na? So, Artikel 1 ist klar, Menschenwürde, Menschenrechte und Rechtsverbindlichkeiten der Grundrechte. So heißt das heute. Ich habe die neueste Version gerade frisch aus der Presse. Na? So, und 20 wäre, ja, wo ist es denn? So, frisch aus der Presse. Verfassungsgrundsätze, Widerstandsrecht. Also die beiden, 1 und 20, ihr dürft also weiterhin Widerstand gegen Corona-19 durchführen, aber bitte, wenn ihr das macht, mit richtigen Argumenten und nicht mit Larifari. Ja? Ich sage dazu Watergate 2.0. Wer Watergate kennt, wer die echte Pandemie 68, 69 kennt, könnt ihr nachlesen, einfach googeln, eingeben, recherchieren. Darum geht es in diesem Video. Recherchiert bitte richtig. So, ein Herr Hirschhausen möchte sein Buch an euch, ja, das ist ein Schauspieler, der hat ein Jahr mal Medizin, ist kein echter Mediziner, darf sich aber so nennen, weil er ja die Grundstruktur der Medizin vollzogen hat. Ja? So, weil, wie gesagt, es geht hier um Propaganda und die Überführung, wie Watergate, ja, dass hier eine Regierung momentan, die abgelöst wird, ein Tuabohu veranstaltet. Es kann nicht sein, dass Menschen demnächst nur noch unter dem Aspekt von 2G am Leben teilhaben dürfen und Menschen, die nachweisen können, dass sie kerngesund, also kerngesund gibt es ja leider nicht, aber die völlig gesund sind, also die so gesund sind, dass ein Arzt nicht eingreifen darf. Warum ich dieses Video gemacht, ist klar, weil eine Ärztin, die jetzt auch beklagt wird, einfach wie so ein Weltmeister am Impfen war, laut Aussage, ich habe die noch nicht verifiziert, kriegt nämlich jeder Arzt 20 Euro. Und wenn man unter diesem Aspekt sieht, Menschen zu impfen, weil man damit Geld verdienen kann, dann ist das schon krass. Also wie gesagt, ich habe noch nicht verifiziert, ich sage es nur, was gerade hier verlautet wurde. Mir ist halt aufgefallen, dass wir wirklich viele Einsatzfahrzeuge haben, aus welchem Grund auch immer. Ich weiß nur, dass ich eine Kundin hier hatte, die 4 Tage wegen diesen Impfeinheiten da gelegen haben. Dann habe ich natürlich Menschen gehabt, die zu Hause geblieben sind und ihre Krankheit auskuriert haben. Es ging ihnen nicht gut, aus welchem Grund auch immer. Es liegt kein ärztlicher Befund vor, aber sie sagen, ich hatte Corona. Ich finde das hochgradig interessant, wenn die Menschen nicht untersucht wurden. Ja? Also du lässt dich nicht untersuchen, bleibst also eine Woche zu Hause und sagst, du hattest Corona. Und wenn man dich dann fragt, wie waren denn die Symptome? Ja, ich hatte Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, also ist egal. So, mir ist halt aufgefallen, dass hier etwas vollzogen wird, das man so an sich gar nicht frei raushauen sollte. So, also wie gesagt, ich arbeite dafür, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Richter und Ärzte. Und ich lasse mich überraschen, was dabei rauskommt. Also wir werden irgendwie so eine Art Tankstelle basteln, ne? Datentankstelle, also die Schreibstube ist klar, ihr dürft hier schreiben, ja. Wir berichten als Videojournalist, das bleibt auch klar. Und das alles hier vor Ort
und natürlich online. The Press. Ne? Ja. Müssen wir mal schauen. Also Schaufenster ist. Und ich bin aber hier in einer Region, wo die Aus- und Weiterbildung nicht einen gewissen Grad beinhaltet, sondern wie gesagt, 20 Cent zu teuer, das sagt alles. Also Dienstleistung, die angeboten wird, wo man sagt, komm, 20 Cent reicht, ist schon zu teuer, das tut in der Seele weh. Ja. Aber egal, ich kann es nicht ändern. So, ihr habt das Piepen gehört und darum gehe ich also wieder hin. Noch einmal, es geht hier um das Grundgesetz, was immer noch gültig hier in dieser Bundesrepublik. Und es ist frisch, es beinhaltet aber neu, nur man hat halt die Schriften. Ne? Der 11. August 1919, Auszug der deutschen Verfassung, ne? So Artikel 136, 137, ne? Das ist der Auszug der deutschen Verfassung vom 11. August 1919. Ne? So, die ist jetzt hier auch mit verankert worden. Übergangs- und Schlussbestimmung, ja, das darf man nämlich auch nicht vergessen. Und zwar Geltungsdauer und Abweichung. Ne? So, die Abweichungen von den Abschnitten sind längst bis zum 31. Dezember 1995 zulässig. So, unabhängig von Einigung, Durchführung und so weiter. So, der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über alle Angelegenheiten und so weiter, die haben alles geändert. Denn ich konnte nämlich nachlesen, also dieses gute Stück sollte nämlich aufgelöst werden, kann ich mir noch ganz gut daran erinnern. Und zwar, wenn die DDR und die Bundesrepublik Deutschland zu einem Staat wird. Das hat man hier so mal eben neu geschrieben. So, die Geld, genau, da ist er. Artikel 146, die Geltungsdauer des Grundgesetzes. Mal schauen, was sie jetzt reingeschrieben hat. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und der Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Ja? So. Und das ist der Auszug vor 11. August 1919. So, und der kommt danach, der Weimarer Verfassung. So. Aber wichtig ist Artikel 146. Ja? So. Und der Inkrafttreten ist ja das Parlamentarische Ratstellen öffentliche Sitzung unter dieses Grundgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Verkündigung in Kraft. Es ist im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen. So, das war Artikel 145. So, 146 hat deutlich gesagt, wenn DDR und Bundesrepublik zu einem Deutschland werden, ja, tritt eine neue Verfassung in Kraft. Drüber nachgedacht, eine neue Verfassung in Kraft. Also, seit 1999 sollte an sich, und allen sage ich jetzt deutlich, bitte nicht das Immunisierungsgesetz. Wenn ihr unter das Immunisierungsgesetz als Deutscher hier lebt, dann denkt mal drüber nach, wenn ihr das befürwortet, dass gewisse Menschen, die nachweislich von einem Arzt untersucht, richtig auf Herz und Nieren untersucht, und der Arzt auf 10 Seiten steht, wie euer Blut und alles, was ihr in euch tragt, wie ihr unterwegs sogar das Gehirn durch Tomographie, ja, ob da irgendwelche Schäden sind, Gerinnsel oder sonst was. So, wenn ihr also general überholt worden seid, dann frage ich euch, wenn euer Auto TÜV abgenommen und der TÜV-Beamte sagt, das Auto ist 1A, fahrt ihr dann mit eurem Auto zur Wartung in eine Garage, wo Monteure das Auto untersuchen sollen? Ja oder nein? Ja? Ich will einfach mal drüber nachdenken. Ein Mensch, der nachweisen kann, dass er gesund ist, haben andere kein Recht, ihm zu sagen, auch nicht ein Herr Hirschhaus, dass er sich impfen lassen soll. Ja? Weil jeder Impfstoff immer das Mittel hat, wogegen es angeblich. Und diese Impfstoffe hier sind nachweislich
bis jetzt nachgewiesen, nicht wirklich tatsächlich ausreichend für den sogenannten Schutz. Ja? Tetanus-Schutz, wisst ihr, gegen Masern und was weiß ich, Schutz. Hm? So, damals hier mit dem Zucker, dann die ganzen Impfungen, die wir hier bekommen haben, die Schutzimpfungen, wer sich noch daran erinnern kann, 50, 60 Jahre, wir tragen hier alle Narben, ne, mit dieser Pistole, bang, bang, und all solche Sachen. Einfach mal drüber nachdenken, ja? Egal, das ist einfach nur, wir haben, also ich habe persönlich mit, wie gesagt, Anwälten, Rechtsanwälten, Staatsanwälten, Richtern und Ärzte für Aufklärung, eingetragener Verein, unterhalten bedingt dadurch, dass die mich engagieren wollten wegen dem Digital Highway. Es tut mir recht herzlich leid, den Digital Highway beherrsche ich, ja, aber ich darf ihn für euch leider nicht ausführen. Ich darf also eure Sachen nicht dahin schicken, wo es hin soll. Das müsst ihr leider alle selber, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke.